Ich freue mich sehr, Sie heute hier wieder bei diesem Leseabend zu begrüßen und unseren Gast vorzustellen, wobei es ein leichtes ist, denn er bedarf keiner sehr großen Vorstellung, insbesondere bei den germanistischen Runden. Hans-Günther Heime prägte wie kaum ein anderer Theaterregisseur die Theaterlandschaft in Deutschland. Die Zeit würde nicht reichen, um seine bundesweit sehr weit gefächerte Theaterarbeit nachzuzeichnen. Staat- und Staatsintendanzen, Theaterintendanzen, Festivalleitungen, Jugendtheaterarbeit, freie Regisseurstätigkeit im Film und im Theater. Sein Engagement bei Theaterbauprojekten wie Grillo-Theater in Essen und Ludwigshafener Pfalzbau. Sein Kampf um Theater als urbaner Mittelpunkt, und zwar mit allen Mitteln. Mehr als 50 Jahre sind es inzwischen, in denen er mit und durchmischt. Heidelberg, Mannheim, Wiesbaden, Köln, Essen, Stuttgart, Berlin, Bremen, Recklinghausen, Ludwigshafen. Und es geht bald wieder nach Köln. Deswegen sind wir auch sehr froh, dass Sie noch hier in Ludwigshafen sind für unsere Veranstaltung. Heimes Bewunderung und Respekt für ästhetische Vorbilder und Vorgänge ging stets einher mit einem zu dieser Achtung querstehenden politischen Auftrag des Theaters im Sinne einer subventionierten Opposition. Den Brückenschlag zur guten alten Zeit, die Rückkehr zu wohlbekannten Relektüren klassischer Texte will und wollte er mit seinem Theater nicht. Sein Theater sollte kein museales Erlebnis liefern und bereits Erlebtes und Nachgedachtes bestätigen. Theater ist ein Ort, um Stellung zu beziehen, und zwar zum Heute. Dabei ist es kein Widerspruch, dass gerade an seinen Inszenierungen klassischer Texte der Antike sowie des deutschen Kanons das lebenslange Ringen um Theater als öffentlicher und notwendiger Diskussions- und Reflexionsraum am deutlichsten hervortrat. Mehr als 23 der 31 erhaltenen antiken Tragödien hat er im halben Jahrhundert mehrmals auf die Bühne gebracht. In Köln, in Kalkutta und überall dazwischen. Seine Arbeit mit Wolfgang Schadewald, einem der wichtigsten Übersetzer aus dem Altgriechischen, spricht hier Bände. Dabei speiste sich für ihn die Modernität des jeweiligen Textes aus seiner literarischen Qualität, die nicht unbedingt dramaturgisch bühnengerecht sein musste, aber dem Hinterfragen von 10 Monaten Probezeit und vielen Jahrzehnten Nachdenkzeit standhalten sollte. Das deutsche Regietheater, zu dessen Begründern er gezählt wird, entstand gerade aus diesem Widerstand gegen das Publikum, das ihre Klassiker zu kennen meinte, das beschwichtigt werden wollte. Dieser Widerstand, Theater als politischer Akt, als Veränderung der Urbanität, ist bis heute sein Gesamtauftrag, und zwar mit allen Mitteln in allen Bereichen seines breiten Wirkens. Ein Beleg für diesen allumfassenden Kulturauftrag ist der heutige Abend, und zwar in doppelter Ausfertigung. Der offene Kanal Ludwigshafen, das Team um Dr. Wolfgang Ressmann, der in den letzten Jahren viele der Eigenproduktionen Heimes aufgezeichnet hat. OK Ludwigshafen ist mehr als Aufzeichner von Inszenierungen. Der Kanal bietet Ausbildungsplätze für Jugendliche an, Umgang mit Kamera, Schnitt, Tonbearbeitung. Ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsangebot im Medienbereich. Auch eine zweite Kooperation ist der Beleg für den heutigen Abend. Der Gedanke der heutigen Veranstaltung entstand nämlich aus einer Zusammenarbeit, die Germersheim mit Heime verbindet. An unserem Arbeitsbereich wurden über mehrere Jahre hinweg gemeinsame Seminare angeboten, unter anderem zu Wagners Ring, zu Büchners Dantons Tod, zum Gilgamesch-Epos sowie zu Sophokles Ödipus. Die Veranstaltungen waren an die Festspiele des Theaters im Pfalzbau Ludwigshafen gekoppelt und beschäftigten sich mit komplexen Verschränkungen zwischen Sprachen, Übersetzung und Theater. Auch aus dem Nachdenken darüber entstand die Idee dieser Lesung, eines eigensinnigen Streifzuges durch wichtige Texte der deutschsprachigen Kulturgeschichte, und zwar von ihrem Anfang her, Gilgamesch, als Beginn der Schriftlichkeit,
dann Ödipus, Antigone, Wagners Rheingold, Büchners Dantons Tod und zum Schluss Shakespeares Sturm. Die Textreise geht auch weiter. Die Inszenierung der göttlichen Komödie von Dante wird zurzeit in Mannheim vorbereitet. Wem gehört der übersetzte Text? Wie wirkt sich Mehrsprachigkeit und Überschreitung sprachlicher Grenzen aufs Theater und die Arbeit mit Texten aus? Was hat heute Theater zu sagen? Vielleicht können wir heute gemeinsam nach Antworten suchen, denn wo sonst als hier, wo Menschen bei dieser Tagung ebenfalls um deutsche Texte ringen, ob Übersetzungen oder Originale. Zuerst würde ich aber gerne Sophie Grimm bitten, uns einzustimmen. Das Gilgamesch-Epos ist entstanden im letzten Drittel des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts. Wir haben das gespielt in Ludwigshafen im Pfalzbau in der Übertragung von Stefan Maul aus dem Assyrisch-Babylonischen. Ich lese den Vers 1 bis 214. Es ist der erste an uns überkommene Text überhaupt. Der, der die Tiefe sah, die Grundfeste des Landes, der die Wege kannte, der, dem alles bewusst, Gilgamesch, allumfassende Weisheit besaß er in jeglichen Dingen. Er sah das Geheime und deckte auf das Verhüllte.
Er brachte Kunde von der Zeit vor der Flut. Festgehalten auf einem Marmormonument ist all die Mühsal. Er baute die Mauer von Uruk, der Hürden umhegten. Eine Quadratmeile ist Stadt, eine Quadratmeile Gartenland, eine Quadratmeile ist Aue, eine halbe Quadratmeile der Tempel der Ishtar, drei Quadratmeilen und eine halbe, das ist Uruk, das sind die Maße. Sieh doch nach der Tafelschatulle aus Zedernholz, löse ihre Schließen aus Bronze, so öffne den Deckel, der ihr Geheimnis birgt, nimm doch heraus die Lapislazuli-Tafel und lies all das, was Gilgamesch durchlebt hat, all seine Leiden. Alle Könige weit überragend, hochberühmt und von schönster Gestalt, der kühne Spross Uruks, festes Ufer und Schirm seiner Truppen, wütende Woge, die einreißt, die Mauer aus Stein, hoch aufgewachsener Gilgamesch, vollkommen und ehrfurchtgebietend, der die Gebirge erschloss, der die Brunnen an den Rändern der Berge grub, der den Ozean, das weite Meer überquerte, bis hin zum Aufgang der Sonne, der die Ufer der Welt nach dem Leben stets suchend erforschte, der dank seiner Kraft Utanapishti den Fernen erreichte, der die Kultstätten, welche die Sündflut zerstörte, wieder errichtete an ihrem Ort, der die Riten festsetzte für die umnebelten Menschen. Gilgamesch, er ist es seit dem Tage, der er geboren, mit Namen genannt. Zwei Drittel an ihm sind Gott, doch sein drittes Drittel, das ist Mensch. In der Hürde von Uruk wandelt jener umher. Er lässt seine Kräfte dort spüren, wie ein Stier erhobenen Hauptes. Nicht einen gibt es, der ihm gleichkommt, und hoch erhoben sind seine Waffen. In finstere Stimmung verfallen die jungen Männer von Uruk. Nicht lässt Gilgamesch den Sohn zu seinem Vater heraus, Gilgamesch, der König der zahllosen Menschen. Er ist Hirte von Uruk, der Hürden umhegten. Nicht lässt Gilgamesch die Tochter zu ihrer Mutter heraus. Er ist ihr Stier und sie sind die Kühe. Es drang ihre Beschwerde bis hin vor die Götter. Sie riefen Aruru, die Große, herbei. Du, Aruru, erschufest den Menschen, jetzt aber erschaffe Enkidu. Dem Sturm seines Herzens soll jener der Widerpart sein. Aneinander mögen sie sich messen, dass Uruk zur Ruhe kommen kann. Als Aruru dieses vernahm, erschuf sie in ihrem Herzen Anums Befehl. Dann wusch Aruru sich ihre Hände, kniff Ton ab und warf ihn herab in die Steppe. In der Steppe erschuf sie Enkidu, den Helden, den Sprössling der Stille. Dicht behaart ist er an seinem ganzen Leibe, versehen mit Locken wie eine Frau. Nicht sind ihm die Menschen bekannt. Mit einem Fetzen bekleidet, frisst mit Gazellen er Gras. Mit Herdentieren drängt er sich an der Wasserstelle. Mit wilden Tieren labt er sich am Wasser. Der Fallensteller trat ihm gegenüber an der Wasserstelle entgegen. Einen Tag, einen zweiten und einen dritten trat er ihm gegenüber an der Wasserstelle entgegen. Es sah ihn der Fallensteller und dessen Züge erstarrten. Jener aber und seine Herde, in sein Haus trat er ein. Der andere jedoch geriet in Wut und spricht, er sagt zu seinem Vater: Mein Vater, da ist ein Bursche, der gegenüber an die Wasserstelle kam. Im Land ist er der Stärkste. Kräfte hat er wie ein Brocken des Anum. Auf den Bergen wandert er den ganzen Tag umher. Beständig drängt mit Herdentieren er sich an der Wasserstelle. Beständig finden seine Füße sich gegenüber an der Wasserstelle.
Ich aber bin so voller Angst, dass ich mich ihm nicht nähern kann. Zugeschüttet hat er die Gruben, die ich gegraben, meine Fallen, die ich ausgelegt, hat er herausgerissen. Er ließ aus meiner Hand entkommen die Herde, die wilden Tiere der Steppe. Sein Vater eröffnet den Mund und spricht. Er sagt zu dem Fallensteller: Mein Sohn, ein Spross aus dem Herzen Uruks, das ist Gilgamesch. Die Kurtisanen, die Freudenmädchen und die Dirnen, die sind bei ihm. Wie ein Brocken des Anum sind stark seine Kräfte. Nimm den Weg gen Uruk, richte deinen Sinn. Um Enkidu zu bezwingen, bedarf es der Muskelkraft des Menschen nicht. Mit dir führe Shamchat die Dirne, denn ihre Macht ist der eines mächtigen Mannes gleich. Wenn die Herde eintrifft an der Wasserstelle, soll sie ihre Kleider von sich streifen und ihre Reize zeigen. Er wird sie sehen und sich ihr dann nähern. Fremd wird ihm seine Herde dann sein, in deren Mitte er aufwuchs. Auf den Rat seines Vaters gab er Acht, der Fallensteller, ging davon und begab sich auf die Reise. Er nahm den Weg gen Uruk, richtete er seinen Sinn. Zu König Gilgamesch spricht er das Wort und sagt: Da ist ein Bursche, der gegenüber an der Wasserstelle. Im Lande ist er der Stärkste, Kräfte hat er wie ein Brocken des Anum. Auf den Bergen wandelt er den ganzen Tag umher. Zugestüttet hat er die Gruben, die ich gegraben, meine Fallen, die ich ausgelegt, hat er herausgerissen. Er ließ aus meiner Hand entkommen die Herde, die wilden Tiere der Steppe. Gilgamesch sagt zu ihm, zum Fallensteller: Geh, mit dir führe Shamchat die Dirne. Doch wenn die Herde eintrifft an der Wasserstelle, soll sie ihre Kleider von sich streifen und ihre Reize zeigen. Er wird sie sehen und sich ihr dann nähern. Fremd wird ihm seine Herde dann sein, in deren Mitte er aufwuchs. Es ging der Fallensteller, mit sich führte er Shamchat die Dirne. Sie nahmen den Weg, sie begaben sich auf die Reise. Am dritten Tage erreichten sie das Ziel. Einen Tag, einen zweiten Tag saßen sie gegenüber an der Wasserstelle. Dann aber kam die Herde heran, um zu trinken an der Wasserstelle. Es kamen heran die wilden Tiere, sie labten sich am Wasser. Und so auch er, Enkidu, dessen Herkunft die Berge sind. Es sah ihn die Shamchat an, ihn, den mörderischen Burschen, aus dem Innersten der Steppe. Das ist er, Shamchat, entblöße deine Brust, öffne deine Scham, auf dass er deine Reize nehme. Schrecke nicht zurück, nimm seinen Atem hin, er wird dich sehen und sich dann dir nähern. Breite deine Kleider auf dass er auf dir liege. Wirke an ihm mit den Künsten des Weibes. Seine Liebe wird dich umschmeicheln. Fremd wird ihm seine Herde dann sein, in deren Mitte er aufwuchs. Da löste Shamchat ihr Untergewand. Sie öffnete ihre Scham und er nahm ihre Reize. Nicht schreckte sie zurück. Seinen Atem nahm sie hin. Sie breitete ihre Kleider aus und er lag dann auf ihr. Sie wirkte an ihm mit den Künsten des Weibes. Seine Liebe umschmeichelte sie da. 6 Tage und 7 Nächte stand Enkidu aufrecht und paarte sich mit Shamchat. Als er sich an ihrer Lust gesättigt, wandte er sein Gesicht seiner Herde zu. Es sahen Enkidu und stürmten davon die Gazellen. Die Herde der Steppe wich zurück vor seiner Gestalt. Beschmutzt hatte Enkidu seinen ganz reinen Körper. Still standen da seine Knie,
die sonst gewohnt, mit der Herde zu laufen. Doch mit einem Male besaß er Verstand und tief war seine Einsicht. Er kehrte zurück und setzte sich nieder, der Dirne zu Füßen. Der Dirne sieht er ins Gesicht. Und was die Dirne spricht, vernehmen seine Ohren. Die Dirne sagt zu ihm, zu Enkidu: Gut bist du, Enkidu, du trittst wie ein Gott ins Sein. Warum nur läufst du mit den wilden Tieren in der Steppe umher? Komm her, ich will dich leiten in die Mitte von Uruk, der Hürden umhegten, zum reinen Hause, dem Wohnsitz von Anum und Ishtar. Dorthin, wo Gilgamesch ist, vollkommen an Kraft, und wo er wie ein Stier die jungen Männer seine Kräfte spüren lässt. Sie sprach mit ihm, und gefällig war ihre Rede. Sei nun wissendes Herz, sucht einen Freund. Dann würde ich fortfahren mit einem Text des Sophokles, 425 vor Christus entstanden, dem König Ödipus, einem Chor und dem Schlusschor. O du, des Zeus hold redende Stimme, wer bist du von der goldreichen Pytho zur glänzenden Thebe gekommen? Ausgespannt bin ich im furchtsamen Sinn, vor Ängsten bebend, Nothelfer, delischer Paian, heilig vor dir bangend. Welch eine, sei es eine neue, sei es eine mit umlaufenden Zeiten wieder heraufgekommene Schuld, wirst du an mir vollenden. Sage es mir, o Kind der goldenen, der Hoffnung unsterbliche Stimme. Zuerst dich rufend, Tochter des Zeus, unsterbliche Athene, und die Landesschirmerin, die Schwester Artemis, die den Gerundeten des Marktes Stuhl, die Ruhmreiche, besitzt, und Phoibos, den Ferntreffer, ihr drei Todwährenden erscheint mir, wenn ihr denn jemals auch in früherem Verderben, das sich erhoben über die Stadt, aus dem Lande hinausgeschafft, die Flamme des Leidens, kommt auch jetzt. Weh, denn zahllos trag ich Leiden. Mir krankt die ganze Heerschar und zur Hand kein Schwert des Denkens, womit man sich wehre. Denn was entkeimt dem herrlichen Land, wächst nicht und nicht mit Geburten aus wehevollen Mühsalen erstehen die Weiber. Doch einen über den anderen kannst du sehen, gleich wohlgeflügelten Vögeln, gewaltiger als unaufhaltsames Feuer, sich erheben dem Ufer zu des abendlichen Gottes. An diesen zahllos geht die Stadt zugrunde, und unbarmherzig liegen ihre Söhne am Boden, tot verbreitend, unbetrauert, darunter Frauen und dabei ergraute Mütter an dem Gestade der Altäre, hier und dort in bitteren Mühsalen Schutz erflehend, erheben das Wehgeschrei. Davor, o goldene Tochter des Zeus, send holdblickende Abwehr.
Und Ares, lass den Gierigen, der jetzt statt dem Erz der Schilde mich brennt, anrückend von Wegeschrei umgeben, zurückeilenden Laufs den Rücken kehren, dem Vaterlande von gutem Wind befördert. Lykaios, Herr, und deine Geschosse auch von der goldgeflochtenen Sehne, wollt ich, die Unbezwungenen würden ausgeteilt schützende Helfer, und die Zürnenden der Artemis Lichtlenze, mit denen die durch lykäische Berge schweift, und den mit goldenem Stirnband ruf ich, benannt nach diesem Lande, den Weinäugigen, Bacchios, den Gepriesenen, dem Mänadengefährten, dass er komme, brennend, bewehrt mit glanzblickender Fackel, über ihn, der ehrlos unter Göttern ist, den Gott. Und der letzte, der Epilog des Chores im Ödipus. Bürger in dem Lande Theben, seht, dieser Ödipus, der die berühmten Rätsel löste und ein Mann vor allen war, er, auf dessen Glück wer von den Bürgern nicht mit Neid geblickt, in welch eine große Woge schwerer Schickung er geriet. Darum blicke man bei jedem, der da sterblich auf den Tag, der zuletzt erscheint, und preise selig keinen, ehe denn durchgedrungen bis zum Ziel des Lebens, nie von Leid berührt. Ein zweiter Text des Sophokles, den wir hier gemeinsam in Germersheim erarbeitet haben und uns dann gemeinsam angesehen haben. Die Antigone, ca. 440 vor Christi Geburt. Viel Ungeheures ist, doch nichts so Ungeheures wie der Mensch. Der fährt auch über das graue Meer im Sturm des winterlichen Süd und dringt unter stürzenden Wogen durch. Und der Götterheiligste, die Erde, die Unerschöpfliche, Unermüdliche plagt er ab mit wendenden Pflügen Jahr um Jahr, sie umbrechend mit dem Rossegeschlecht. Und der leichtsinnigen Vögelschar holt er mit seinem Garn herein, und der wilden Tiere, Völker und die Brut des Meeres in der See mit netzgesponnenen Schlingen, der alles bedenkende Mann. Er bezwingt mit Künsten das draußen hausende Wild, das auf Bergen schweift und schirrt das rauhnackige Pferd an dem Hals und das Joch und den unermüdlichen Bergstier. Auch die Sprache und den windschnellen Gedanken und städte ordnenden Sinn bracht er sich bei, und unwirtlicher Fröste Himmelsklarheit zu meiden und bösen Regens Geschosse all erfahren. Unerfahren geht er in nichts dem Kommenden entgegen. Vor dem Tod allein wird er sich kein Entrinnen schaffen. Aus solchen aber Unbewältigbaren hat er sich Auswege ausgesonnen. In dem Erfinderischen der Kunst eine nie erhoffte Gewalt besitzend, schreitet er bald zum Bösen, bald zum Guten. Achtet er die Gesetze des Lands
und das bei den Göttern beschworene Recht hoch in der Stadt. Verlustig der Stadt, wem das Ungute sich gesellt wegen seines Wagemuts. Sitze mir nicht am Herd, noch habe Teil mit mir am Rat, wer so tut. Zweiter Chor. Eros, unbesiegt im Streit. Eros, der du über Güter herfällst, der du auf den zarten Wangen der Jungfrau übernachtest und über das Meer schweifst und zu den Gehöften auf den Feldern. Und keiner der Unsterblichen kann dir entkommen, noch auch der Tageswesen einer dir, der Menschen. Und wer dich hat, der rast. Du reißt auch der gerechten Sinn zum Unrecht hin, zu ihrem Schaden. Du hast auch diesen Streit der Männer, Blutsverwandter, aufgeregt. Und es siegt, hervorblitzend unter den Wimpern, der Reiz des wohlgebetteten Weibs, der Beisass im Regiment der großen Satzungen. Denn unbezwinglich treibt darin ihr Spiel Göttin Aphrodita. Dritter Chor. Vielnamiger der kadmäischen Jungfrau Stolz und Zeus, des tiefdonnernden Geschlecht, der die berühmte du umhegst, Italia, und waltest in den Allempfangenden der eleusinischen Demeterburten, o Bacchus, der du in der Mutterstadt der bacchischen Frauen, Theba, wohnst an den feuchten Wassern des Ismenos und über der Saat des wilden Drachens. Dich hat über dem zweigipfligen Fels gesehen der helle Qualm, wo die korykischen Nymphen schreiten, die bacchischen und der Kastalia nass, und es entsenden dich der nyseischen Berge, Efeuhänge und das grüne Ufer voll Trauben hangend, wenn du unter der unsterblichen Geleiter Jubel rufen, Thebens Straßen heimsuchst. Sieh erst du vor allen als die höchste der Städte mit der blitzgetroffenen Mutter. Auch jetzt, da von gewaltsamer befangen ist die ganze Stadt von Krankheit, komme mit reinigendem Fuß geschritten über das Parnassos Hänge oder den stöhnenden Sund des Meeres. Ja, der feueratmenden Sterne Chorführer, nächtlicher Stimmen Aufseher, o Sohn des Zeus Spross, erscheine, o Herr, zusammen mit deinen Dienerinnen, den Thyaden, die rasend dich die ganze Nacht mit Reigen feiern, ihren Herrn, Bacchus. Und die letzten Zeilen der Antigone in der Übertragung von Wolfgang Schadewald. Das weitaus Erste an höchstem Glück ist Besonnensein. Und Not auch ist vor den Göttern nie zu verletzen die Scheu. Doch große Worte groß prahlender, wenn unter großen Schlägen sie gebüßt, haben im Alter gelehrt die Besinnung. Thank you.
Drei kurze Ausschnitte aus dem Büchnerschen Dantons Tod. Eine Aufführung, die wir in kroatischer Sprache in Zagreb erarbeitet haben und dann in Ludwigshafen gezeigt und synchron übersetzt haben. Ein Zimmer, Danton, Marion, Marion, nein, lass mich, ich will dir erzählen, Danton, du könntest deine Lippen anders gebrauchen, Marion, nein, lass mich einmal so. Meine Mutter war eine kluge Frau. Sie sagte mir immer, die Keuschheit sei eine schöne Tugend. Wenn Leute ins Haus kamen und von manchen Dingen zu sprechen begannen, hieß sie mich aus dem Zimmer gehen. Frug ich, was die Leute gewollt hätten, so sagte sie mir, ich solle mich schämen. Gab sie mir ein Buch zu lesen, so musste ich fast immer einige Seiten überschlagen. Aber die Bibel las ich nach Belieben, da war alles heilig. Aber es war etwas darin, was ich nicht begriff. Ich mochte auch niemand fragen, ich brütete über mir selbst. Da kam der Frühling. Es ging überall etwas um mich vor, woran ich keinen Teil hatte. Ich geriet in eine eigene Atmosphäre, sie erstickte mich fast. Ich betrachtete meine Glieder. Es war mir manchmal, als wäre ich doppelt und verschmölze dann wieder in eins. Ein junger Mensch kam zu der Zeit ins Haus. Er war hübsch und sprach oft tolles Zeug. Ich wusste nicht recht, was der wollte, aber ich musste lachen. Meine Mutter hieß ihn öfter kommen. Das war uns beiden recht. Endlich sahen wir nicht ein, warum wir nicht ebenso gut zwischen zwei Betttüchern beieinander liegen, als auf zwei Stühlen nebeneinander sitzen durften. Ich fand dabei mehr Vergnügen als bei seiner Unterhaltung und sah nicht ab, warum er mir das Geringere gewähren und das Größere entziehen wollte. Wir taten's heimlich. Das ging sofort. Aber ich wurde wie ein Meer, was alles verschlang und sich tiefer und tiefer wühlte. Es war für mich nur ein Gegensatz da. Alle Männer verschmolzen in einen Leib. Meine Natur war einmal so. Wer kann darüber hinaus? Endlich merkt er's. Er kam eines Morgens und küsste mich, als wollte er mich ersticken. Seine Arme schnürten sich um meinen Hals. Ich war in unsäglicher Angst. Da ließ er mich los und lachte und sagte, er hätte fast einen dummen Streich gemacht. Ich solle mein Kleid nur behalten und es brauchen. Es würde sich schon von selbst abtragen. Er wolle mir den Spaß nicht vor der Zeit verderben. Es wäre doch das Einzige, was ich hatte. Dann ging er. Ich wusste wieder nicht, was er wollte. Den Abend saß ich am Fenster. Ich bin sehr reizbar und hänge mit allem um mich nur durch eine Empfindung zusammen. Ich versank in die Wellen der Abendröte. Da kam ein Haufe die Straße herab, die Kinder liefen voraus. Die Weiber sahen aus den Fenstern, ich sah hinunter. Sie trugen ihn in einem Korb vorbei. Der Mond schien auf seine Stirn. Seine Locken waren feucht. Er hatte sich ersäuft. Ich musste weinen. Das war der einzige Bruch in meinem Wesen. Die anderen Leute haben Sonn- und Feiertage. Sie arbeiten 6 Tage und beten am 7. Sie sind jedes Jahr auf ihren Geburtstag einmal gerührt und denken jedes Jahr aufs Neujahr einmal nach. Ich begreife nichts davon. Ich kenne keinen Absatz, keine Veränderung. Ich bin immer nur eins.
ein ununterbrochenes Sehnen und Fassen, eine Glut, ein Strom. Meine Mutter ist vor Gram gestorben. Die Leute weisen mit den Fingern auf mich. Das ist dumm. Es läuft auf eins heraus, an was man seine Freude hat. An Leibern, Christusbildern, Blumen oder Kinderspielsachen. Es ist das nämliche Gefühl. Wer am meisten genießt, betet am meisten. Die Nationalversammlung Saint-Just. Es scheint in dieser Versammlung einige empfindliche Ohren zu geben, die das Wort Blut nicht wohl vertragen können. Einige allgemeine Betrachtungen mögen sie überzeugen, dass wir nicht grausamer sind als die Natur und die Zeit. Die Natur folgt ruhig und unwiderstehlich ihren Gesetzen. Der Mensch wird vernichtet, wo er mit ihnen in Konflikt kommt. Eine Änderung der Bestandteile der Luft, ein Auflodern des tellurischen Feuers, ein Schwanken im Gleichgewicht einer Wassermasse und eine Seuche, ein vulkanischer Ausbruch, eine Überschwemmung begraben Tausende. Was ist das Resultat? Eine unbedeutende, im großen Ganzen kaum bemerkbare Veränderung der physischen Natur, die fast spurlos vorübergegangen sein würde, wenn nicht Leichen auf ihrem Wege lägen. Ich frage nun, soll die geistige Natur in den Revolutionen mehr Rücksicht nehmen als die physische? Soll eine Idee nicht ebenso gut wie ein Gesetz der Physik vernichten dürfen, was sich ihr widersetzt? Soll überhaupt ein Ereignis, was die ganze Gestaltung der moralischen Natur, das heißt der Menschheit, umändert, nicht durch Blut gehen dürfen? Der Weltgeist bedient sich in der geistigen Sphäre unserer Arme ebenso, wie er in der physischen Vulkane und Wasserfluten gebraucht. Was liegt daran, ob sie an einer Seuche oder an der Revolution sterben? Die Schritte der Menschheit sind langsam. Man kann sie nur nach Jahrhunderten zählen. Hinter jedem erheben sich die Gräber von Generationen. Das Gelangen zu den einfachsten Erfindungen und Grundsätzen hat Millionen das Leben gekostet, die auf dem Wege starben. Ist es denn nicht einfach, dass zu einer Zeit, wo der Gang der Geschichte rascher ist, auch mehr Menschen außer Atem kommen? Wir schließen schnell und einfach. Da alle unter gleichen Verhältnissen geschaffen werden, so sind alle gleich, die Unterschiede abgerechnet, welche die Natur selbst gemacht hat. Es darf daher jeder Vorzüge und darf daher keiner Vorrechte haben, weder ein Einzelner noch eine geringere noch größere Klasse von Individuen. Moses führte sein Volk durch das Rote Meer und die Wüste, bis die alte, verdorbene Generation sich aufgerieben hatte, ehe er den neuen Staat gründete. Gesetzgeber, wir haben weder das Rote Meer noch die Wüste, aber wir haben den Krieg und die Guillotine. Die Revolution ist wie die Töchter des Pelias. Sie zerstückt die Menschheit, um sie zu verjüngen. Die Menschheit wird aus dem Blutkessel wie die Erde aus den Wellen der Sündflut mit urkräftigen Gliedern sich erheben, als wäre sie zum ersten Male geschaffen. Alle geheimen Feinde der Tyrannei
welche in Europa und auf dem ganzen Erdkreis den Dolch des Brutus unter ihren Gewändern tragen, fordern wir auf, diesen erhabenen Augenblick mit uns zu teilen. Die Zuhörer und die Deputierten stimmen die Marseillaise an. Eine Straße, Lucille, die Geliebte von Camille Desmoulins. Camille, Camille, ich will einmal nachdenken. Sterben, sterben. Es darf ja alles leben, alles, die kleine Mücke da, der Vogel. Warum denn er nicht? Der Strom des Lebens müsste stocken, wenn nur der eine Tropfen verschüttet würde. Die Erde müsste eine Wunde bekommen von dem Streich. Es regt sich alles, die Uhren gehen, die Glocken schlagen, die Leute laufen, das Wasser rinnt und so alles weiter bis da, dahin. Nein, es darf nicht geschehen. Nein, ich will mich auf den Boden setzen und schreien, dass erschrocken alles stehen bleibt, alles stockt, sich nichts mehr regt. Sie setzt sich nieder, verhüllt die Augen und stößt einen Schrei aus. Nach einer Pause erhebt sie sich. Das hilft nichts. Da ist noch alles wie sonst. Die Häuser, die Gasse, der Wind geht, die Wolken ziehen. Wir müssen's wohl leiden. Jetzt auf dem Ring, den wir versucht haben in Halle und in Ludwigshafen zu realisieren, von Richard Wagner, Ende des vorletzten Jahrhunderts geschrieben, aus dem Rheingold, ein Knabe und ein Mädchen lesen aus einem großen Buch zu Beginn der vier Opern. So gut und schlimm es geh, schling ich das Seil und singe. An der Weltesche wob ich einst, da groß und stark dem Stamm entgrünte, weihlicher Äste Wald. Im kühlen Schatten rauscht ein Quell, Weisheit raunend rann sein Gewell, da sang ich heiligen Sinn. Ein kühner Gott trat zum Trunk an den Quell, seine Augen eines zahlt er als ewigen Zoll. Von der Weltesche brach da Wotan einen Ast, eines Speeres Schaft entschnitt der Starke dem Stamm. In langer Zeitenlauf zehrte die Wunde den Wald, falb fielen die Blätter, dürr darbte der Baum, traurig versiegte des Quelles Trank, trüben Sinnes ward mein Gesang. Die Esche sank, ewig versiegte der Quell. Getrübt trübt sich mein Blick, nicht hell eracht ich das heilige Alte. Des Seiles Fäden find ich nicht mehr, verflochten ist das Geflecht. Ein wüstes Gesicht wirrt mir wütend den Sinn, zu End ewiges Wissen, hinab zur Mutter, hinab.
Auf dem Grund des Rheins, die Sonne bescheint das Rheingold. Die drei Rheintöchter. Rheingold, Rheingold, leuchtende Lust, wie lachst du so hell und her? Glühender Glanz entgleiset dir weidlich im Wag. Wache, Freund, wache froh, wonnige Spiele spielen wir dir, flimmernd der Fluss, flammet die Flut, umfließend tauchen wir, tanzend und singend im seligen Bade dein Bett. Rheingold, Rheingold. Alberich, dessen Auge, mächtig vom Glanze angezogen, starr an dem Golde haftet. Was ist's, ihr Glatten, das dort so glänzt und gleißt? Die Rheintöchter, wo bist du, Räuber, dein Heim, das du vom Rheingold nie gehört? Welgunde, nichts weiß der Alp von des Goldes Auge, das wechselnd wacht und schläft. Woglinde, von der Wassertiefe wonnigem Stern, der her die Wogen durchhellt. Die drei Rheintöchter, sieh, wie selig im Glanze wir gleiten. Willst du, Sänger, in ihm dich baden, so schwimm und schweige mit uns. Alberich, eurem Taucherspiele nur taugte das Gold, mir gelt es dann wenig. Wo Glinde des Goldes Schmuck, schmähte er nicht, wüsst er all seine Wunder. Welgunde, der Welt Erbe gewänne er zu eigen, wer aus dem Rheingold schüfe den Ring, der maßlose Macht ihm verlieh. Floßhilde, der Vater sagt es, und uns befahl er, klug zu hüten, den klaren Hort, dass kein Falscher der Flut ihn entführe. Drum schweigt ihr schwatzendes Heer. Welgunde, du klügste Schwester, verklagst du uns wohl? Weißt du denn nicht, wem nur allein das Gold zu schmieden vergönnt? Woglinde, nur wer der Minne Macht entsagt, nur wer der Liebe Lust verjagt, nur der erzielt sich den Zauber, zum Reife zu zwingen das Gold. Welgunde, wohl sicher sind wir und sorgenfrei, denn was nur lebt, will lieben, meiden will keiner die Minne. Woglinde, am wenigsten er, der lüsterne Alp, vor Liebesgier möcht er vergehen. Floßhilde, nicht fürcht ich den, wie ich ihn erfand, seiner Minne Brunst brannte mich fast. Welgunde, ein Schwefelbrand in der Wogenschwall, vor Zorne der Liebe zischt er laut. Die drei Rheintöchter, liebliche Albe, lachst du nicht auch in des Goldes Scheine? Wie leuchtest du schön? Komm, Lieblicher, lache mit uns. Alberich, die Augen starr auf das Gold gerichtet, hat dem Geplauder der Schwestern wohl gelauscht. Der Welt Erbe gewänn ich zu eigen durch dich, erzwäng ich nicht Liebe, doch listig erzwäng ich mir Lust. Spottet nur zu, der Niblung naht eurem Spiel. Die Rheintöchter, rettet euch, es raset der Alp, in den Wassern sprüht es, wohin er springt, die Minne macht ihn verrückt. Alberich, bangt euch noch nicht, so buhlt nun im Finstern feuchtes Gezücht. Das Licht lösch ich euch aus, entreiße dem Riff das Gold, schmiede den rächenden Ring, denn hör es die Flut, so verfluch ich die Liebe. Er reißt mit furchtbarer Gewalt das Gold aus dem Riff
und stürzt damit hastig in die Tiefe, wo er schnell verschwindet. Dichte Nacht bricht plötzlich überall herein, die Mädchen tauchen dem Räuber in die Tiefe nach. Haltet den Räuber, rettet das Gold, Hilfe, weh, weh. Aus dem Grunde hört man Alberichs gellendes Hohngelächter. Thank you.
Zum Schluss lese ich aus dem Sturm, den wir vor 4 Jahren in Mannheim, in der Neckarstadt West, mit Bulgaren und deutschen Bewohnern dieses Stadtteils gemacht haben. Die Übertragung stammt von Wieland, dem Vater, in Anführungszeichen, von Goethe. Das Stück Der Sturm ist von Shakespeare ungefähr 1600 geschrieben. Der Wieland hat das 1780 ungefähr übersetzt. Und die bulgarische Übertragung stammt von Valery Petrov, einem in Bulgarien sehr bekannten, leider schon verstorbenen Dichter. Und wir hören ganz kurze Ausschnitte nochmal aus diesem zweisprachigen Text, den ich natürlich nur in der deutschen Fassung, die Teile davon, jetzt lesen werde. Ariel, ich komme, deine Befehle auszurichten, es sei nun zu fliegen, zu schwimmen, mich in die Flammen zu tauchen oder auf den krausen Wolken zu reiten. Prospero, hast du den Sturm so ausgerichtet, wie ich es dir befahl? Ariel, bis auf den kleinsten Umstand, ich kam an Bord des königlichen Schiffes und setzte in Flammen eingehüllt, bald das Vorderteil, bald den Bauch des Verdeck und jede Kajüte in Schrecken. Zuweilen teilte ich mich und zündete es an etlichen Orten zugleich an, flammte in abgesonderten Klumpen Feuer auf den Segelstangen und dem Mast. Alle bis auf die Schiffsleute verließen das Schiff, das ganz von mir in Flammen stand, und stürzten sich in das schäumende Salzwasser. Ferdinand des Königs Sohn war der Erste, in der er in die See sprang. Die Hölle ist leer, schrie er, alle Teufel sind hier. Prospero, sind alle gerettet, Ariel? Ariel, es ist nicht ein Haar umgekommen und auf ihren Kleidern ist nicht ein Fleck. Den Sohn des Königs habe ich an Land gebracht und ihn in einem düsteren Winkel der Insel verlassen, wo er mit verschlungenen Armen traurig dasitzt und die Luft mit seinen Seufzern abkühlt. Prospero, was hast du mit dem Schiffsvolk auf dem königlichen Schiffe und mit dem ganzen Rest der Flotte gemacht, Ariel? Des Königs Schiff ist unbeschädigt, in Sicherheit gebracht, die Schiffsleute alle in den Raum zusammengedrängt, habe ich einen bezaubernden Schlaf versenkt. Prospero, du hast meinen Auftrag pünktlich ausgerichtet, aber es ist noch mehr Arbeit. Wie viel ist am Tage, Ariel, höchstens 2 Stunden vor Abend? Ist mehr noch zu tun? Prospero, was verlangst du denn, Ariel? Meine Freiheit. Prospero, ehe deine Zeit aus ist, nichts mehr davon. Ariel, erinnere dich, wie ich getreu dir gedient habe. Du versprachst mir, ein ganzes Jahr nachzulassen. Prospero, hast du vergessen, von was für einer Marter ich dich befreit habe? Hast du die scheußliche Zauberin Sykorax vergessen? Dieses blaugierigte Ungeheuer ward schwängeren Leibes hierher gebracht. Du, mein Sklave, damals ihr Diener. Und weil du zur Verrichtung ihrer irdischen und abscheulichen Aufträge ein zu zärtlicher Geist warst und ihre großen Befehle ausschlugst, so schloss sie dich in eine gespaltene Fichte, in deren Klamme eingekerkert du 12 peinvolle Jahre verharren musstest, bis sie starb. Damals war dieses Eiland außer einem Sohn, den sie hier geworfen hatte, einen rotgefleckten, ungestalten Wechselbald mit keiner menschlichen Gestalt geziert. Ariel, Caliban, ihr Sohn, Prospero, du weißt am besten, aus was für einer Qual ich dich hier fand. Dein Winseln machte Wölfe in dir heulen. Meine Kunst war es, dich herauszulassen. Ariel, was soll ich tun? Sage, was soll ich tun? Mache dich jedem anderen Auge als dem meinigen unsichtbar. Geh, mache hurtig. Prospero, ihr Elfen der Hügel, der Bäche, stehenden Seen und Haine und die auf Sandbänken mit leichtem Fuß den ebbenden Neptun zurückgestoßen
und ihr Fliehen, sobald er wiederkehrt. Ihr kleinen Feen, die beim Mondschein im Gras die kleinen sauren Ringe machen, von denen das Schaf nichts abfrisst. Und ihr, deren Zeitvertreib ist, Mitternachtsschwämme zu machen, die sich freuen an dem Ruf des Nachtwächters, durch deren Hilfe ich die mittägliche Sonne verfinstert, die widerspenstigen Winde herbeigenötigt und zwischen der grünen See und dem azurnen Gewölbe heulenden Krieg erregt habe. Dem fürchterlich prasselnden Donner gab ich Feuer und entwurzelte die Eiche Jupiters und seinen eigenen Keil. Ich machte die Grundfesten der Vorgebirge zittern und raufte die Fichte und die Zeder mit den Wurzeln aus. Gräber taten sich auf, meinen Befehl, ihren Rachen auf und ließen ihre Schläfer hervor, die meine mächtige Kunst erweckt. Alle diesen rauen Zauberkünste schwör ich nun ab. Morgen will ich euch alle auf euer Schiff bringen und so nach Neapel, wo ich Hoffnung habe, die dann nach Mailand zurückzukehren, wo jeder dritte Gedanke mein Grab sein soll. Ich verspreche euch eine ruhige See, glückliche Winde und so schnelle Segel, dass wir eure Flotte bald eingeholt haben wollen. Folget mir, wenn es euch gefällt. Ich danke. Ich habe mit diesen Texten kund und zu wissen tun wollen, wie unendliche Qualität von Texten, von Sprache, von Worten, von Silben ausgehen kann, wie welche ungeheuerliche Kraft in dieser Kunst der Sprache, des Theaters, natürlich in dem Übersetzen dieser Sprache in Texte, in Zuhören, einfach kommt und besteht und welche ungeheuerliche Freude es mir gemacht hat, diese Jahre, die ich ja hier in Ludwigshafen oder nicht hier, sondern nördlich von Germersheim in Ludwigshafen zugebracht habe, fast jedes Jahr eine der großen Produktionen gemeinsam mit der Uni in Germersheim und Mainz mit den Studierenden gemacht habe. Und ich glaube, wir haben, also ich auf jeden Fall habe sehr, sehr viel profitiert aus diesen vielen, vielen Gesprächen und Anhörungen und Übersetzungen. Und wir alle wissen, wir hängen von übersetzten Texten ab. Das Wohl und Wehe des Restes der Menschheit, der vielleicht noch einige Jahre, Jahrzehnte, wie viel auch immer, noch vor sich hat. Wir brauchen diese Sprache unbedingt, sonst werden die Jahre kürzer und kürzer. Ja. Wir hatten natürlich jetzt diese überwältigende Kraft, alle möglichen nur vorstellbaren Texte innerhalb einer Lesung. Wir wollten sie vielleicht auch etwas erschlagen. Natürlich hatten wir einen längeren Atem bei den Seminaren. Sie müssen sich vorstellen, das waren Studierende aus sehr unterschiedlichen Ländern, die zum Teil kein einziges Mal vorher im Theater waren. Es waren Studierende, die in Deutschland im Theater waren. Es hat nicht nur mit Germersheim zu tun und damit, dass wir hier kein Theater haben, außer natürlich den Spielbühnen und den Unibühnen, sondern es hat auch tatsächlich auch vielerlei Hinsicht mit finanziellen Möglichkeiten der Studierenden zu tun gehabt. Und es hat aber auch mit einer gewissen Berührungsangst zu tun gehabt. Und durch diese Seminare nahm man das weg. Also die Angst war nicht da, die Unmittelbarkeit der Texte war auf eine ganz andere Art und Weise da. Wir haben die Herausforderung gehabt, über diese Texte zu sprechen mit jemandem, der diesen Text vielleicht noch nie in deutscher Sprache gelesen hat, der die Selbstverständlichkeiten des bildungsbürgerlichen Theaters so nicht hatte. Und das war ein großer Vorteil.
die, wenn Sie sich erinnern können, Heimo, die Diskussion mit den chinesischen Studierenden darüber, wie Theater ist, wie sie das erleben in China. Oder dann hatten wir Diskussion darüber, wieso Schadewaldsche Übersetzungen. Es gibt viele andere. Oder wir hatten Diskussionen auch darüber, was hat Gilgamesch mit der deutschen Kulturgeschichte und Literatur zu tun. Solche Fragen wie, was ist Original, was ist Deutschliteratur, was sind Texte, die dazu gehören, was sind Texte, die jemand, der für Deutsch ausgebildet ist, kennen könnte oder sollte. Und auch ich glaube nicht, dass wir sehr viel den Studierenden beibringen konnten, außer dass sie unmittelbar Texte lesen und über Texte nachdenken. Und vielmehr haben wir darüber profitiert, dass wir selbst auf einmal vor ganz andere Tatsachen gestellt waren. Und das, was Sie mal über Ludwigshafen gesagt haben, dass diese Stadt ein Theater braucht und dass da eine erste Begegnung mit dem Text zu schaffen ist, das traf wunderbar auf die Situation in Germersheim. Und bis heute, das habe ich auch heute bereits erwähnt im Rahmen des Vortrags, sind sehr viele Abschlussarbeiten entstanden zu diesen Seminaren, zwei Bachelorarbeiten aus sehr unterschiedlichen Ländern, Menschen mit sehr unterschiedlichen Sprachen, die sich damit auseinandersetzen wollten und die in ihren Arbeiten eine ganz eigene Stimme zu diesen Texten hatten. Und mehr können wir in Germersheim auch nicht tun. Danke Ihnen, dass Sie zu uns kommen. Ja, es ist ein ganz einmaliges Praktikum ist hier passiert in den Jahren. Es waren ja wirklich 11 Jahre, von denen wir sehr viele solche, sehr viele Wochen gemeinsam verbracht haben, hier oder eben auch in Ludwigshafen oder dann Kaiserslautern. Ja, in Kaiserslautern oder auch in Mannheim mit dem Sturm. Mhm. Es ist, ich meine, ich habe das jetzt versucht, das ist natürlich ganz schwierig als jetzt Lesender, die ungeheuerliche Qualität dieser Texte, also dieser auch ja vieler Übertragungen, wie gesagt, von Schadewald oder dieses Gilgamesch-Epos, das sind ja alles, nicht alles, außer dem Büchner und dem Wagner sind ja alles Übertragungen, Übersetzungen, also gedolmetscht aus anderen Welten. Aber welche Qualität in diesen Sprachschöpfungen von diesem Schadewald als Beispiel nur sind oder von dem Wieland, wo ich ja meine, dass diese Wieland-Übertragung, von der der Goethe ja diese ganzen Shakespeare-Texte hat, der Goethe ja zum ersten Mal in der Eschenbach-Fassung, aber eben dann auch durch die Wielandschen Übertragungen erst kennengelernt. Und das ist ja weit entfernt von Schlegel-Tieck. Das ist ja alles nachgötisch eigentlich oder im Ende von Goethe. Welche enorme Qualität auch in dieser Wieland eben in diesen Shakespeare-Übertragungen in die deutsche Sprache hineingebracht hat. Das ist ja, welche Sprachschöpfungen, die da passiert sind, ja nicht nur durch den Luther, in der lutherschen Bibel, weiß Gott, wo das Deutsche ja in vielen, vielen Worten entstanden ist. Aber wenn man denkt, dass dieses 3000 vor unserer Zeitrechnung diese ersten Texte von einer dichterischen Qualität sind und auch von dem Maul jetzt, dem in Heidelberg arbeitenden Professor, ja, welche große Qualität auch in dieser Übertragung passiert ist. Und wir haben auch sehr viel gemeinsam, der Stefan Maul und also ich oder die Gruppe, war ja eine Laiengruppe von 80
bis 100 Laien, die das in Ludwigshafen, meine letzte Produktion, hier erarbeitet haben. Er hat dann auch sehr viel übernommen aus unseren Kämpfen um die Texte. Und das war auch für ihn, also so, da hat er sich auf jeden Fall geäußert in vielen Seminaren, die wir ja zusammen gehabt haben, dann in Heidelberg an der Uni auch, welches Lernen wiederum bei ihm, dem Übersetzer in seiner Stube, dann durch diese Theaterarbeit passiert ist, ja, wo manche Dinge gar nicht gehen. Die gingen eben dann anders durch das Theater. Also das ist eben auch ein zu hörendes Wort in dem Theater, ein zu sehendes Wort und nicht nur ein zu lesendes Wort, das Nehmen des Buches aus dem Regal und des Lesens dann, sondern das wirklich des lebenden Wortes, ja. Das macht ja das Theater eben als riesige Qualität, die wir nützen sollten, die wir nur einmal leben, kann man ohne Theater gar nicht leben. Das kann ich gar nicht verstehen, dass man das tut. Also es ist schade auf jeden Fall. Ja. Und wir hatten, also wenn Sie bedenken, wir hatten auch sehr unterschiedliche Übersetzungswege oder was ist eine gute Übersetzung, was macht eine gute Übersetzung aus? Wenn es bei Sturm Wieland war, war es bei Sophokles Schadewald. Und dann war es, aber es gab ja Übersetzungen danach. Na, aber das ist etwas, wo Sie daran festhalten, dass das die Übersetzungen sind, die Sie wollen, ja, auf der Bühne. Und dann haben wir aber bei Stefan Maul eher diesen umgekehrten Fall. Das ist ja die neueste Übersetzung, die vollständigste Übersetzung zurzeit. Und es ist eine wissenschaftlich sehr fundierte Übersetzung aus dem Jahre 2012. Wir hatten aber, wenn Sie sich erinnern können, den Studierenden auch andere Übersetzungen vorgelegt, damit sie das mal vergleichen auch. Inwieweit dieser Text sich doch wandelt, dadurch, dass ein Übersetzer sein Metier und sein Verständnis des Textes so versteht, wie er das versteht. Das hatten wir auch bei den antiken Texten, als die Ilias von, wie hieß diese Übertragung in Prosa? Wissen Sie, was ich von meine? Von Gilgamesch? Nee, von Homer. Ja, hatte auch der Schadewald übersetzt. Ja. Sie hatten die Schadewaldsche Übersetzung, aber zur Zeit, als wir das Seminar gemacht haben, kam dann auch noch eine Übersetzung von Schott. Ja, und zwar ist das ein sehr bekannter, der Schrott, ne? Schrott. Der Schrott, ja. Ja. Und es ist, wissen Sie, auch wenn ich habe ja sehr viel Heiner Müller gemacht, auch dessen griechische Übersetzung. Der Heiner Müller hat ja kein Wort Griechisch gekannt. Der hat aber sehr viele Studenten gehabt um ihn herum, die sehr gut Griechisch gekonnt haben. Der Schadewald hat halt Griechisch gesprochen wie Deutsch. Also das ist ja, muss nicht unbedingt ein Vorteil sein, aber auf jeden Fall kann es auch einer sein. Und der Heiner Müller hat natürlich eine solche philosophische, ästhetisch radikale Qualität wiederum, dass der völlig abgehoben von den Texten eigentlich eine zweite Handlungsschiene auch über die Texte oder unter die Texte gebracht. Der hat sich nie bemüht, diese Texte wirklich zu übersetzen. Ja? Das ist aber eine Qualität. Nur muss man das wissen. Also wenn man ich habe den Philotet von dem Heiner Müller jetzt vor 2-3 Jahren in Köln gemacht. Das ist ganz ungeheuerlich toll, also ungeheuer gut, richtig gut. Aber hat mit dem Aischylos oder dem Sophokles oder wem auch immer sehr wenig zu tun. Was aber nicht schlimm ist, man muss es nur wissen. Ja, man muss es einfach wissen, dass man da Müller macht und nicht Sophokles macht. Ja, also meine letzte Arbeit in Köln, wo ich jetzt ja wieder hinziehe, war vor vielen Jahren, nämlich in dem Jahr 79. Ich weiß immer, weil ich von 68 an in Köln 11 Jahre war. Und die letzte Arbeit war da mit dem Jugendclub. Da habe ich einen Jugendclub gegründet. Da waren damals 1200 junge Menschen drin. 1200, die am Theater, die waren im Theater, immer im Theater eigentlich. Ja. Und mit denen haben wir den Prometheus gemacht. Das ist ja Aischylos und so, aber das war von Heiner Müller natürlich übersetzt. Nicht natürlich, sondern der hat das eben bearbeitet, übersetzt. Mit diesen jungen Menschen war das
ein ganz ungeheures Erleben, weil die einfach Heiner Müller kennengelernt haben, diesen aufsässigen DDRler, ja, der diese ganze Welt zusammengetrümmert hat in seinen Texten, mit seinen Texten. Also damit will ich das eine weder abwerten noch das andere aufwerten. Man muss nur wissen, so jemand wie der Wolfgang Schadewald, den ich eben sehr gut kannte, weil ich von dem also alle Texte eigentlich gemacht habe, die der übersetzt hat, habe ich auch versucht in Szene zu setzen. Viele Übersetzungen sind auch in meinem Auftrag entstanden und das ist dann auch gemeinsam erarbeitet worden in Tübingen. Und der stand eben um 6 auf, ging in seinen Keller, hatte noch einen Bademantel an und erschwitzte diese Texte. Der saß da und der tanzte, der war nach 3 Stunden fertig und schlief dann wieder bis um 1. Von 9 bis 1 schlief der und dann machte der seine Universität. Und aber das war ganz ungeheuerlich. Ja. Der Müller der hatte nicht im Bademantel und im Keller und schwitzend gearbeitet, sondern ganz, ganz anders. Damit will ich nur sagen, das sind aus den Poren des Wissens, ja, des ungeheuerlichen Wissens entstandene Übersetzungen. Die haben natürlich auch ihre Zeit in den Knochen. Das sind 50er, 60er, 70er Jahre. Klar, dass man heute wieder anders übersetzt. Aber den Versuch, es wirklich zu transponieren in dessen, was da steht, in ein heutiges, in den Versuch, sich heutigem anzunähern, ist ja auch nur ein Versuch. Ja. Das ist schon ein ganz gewaltiger Mensch gewesen, dieser Schadewald, was das betrifft. Darf ich Sie fragen, jetzt bei der Göttlichen Komödie, ja, also wie wird das mit dem Übersetzen sein? Ja, also wir sind ja am Versuchen in Mannheim, weil ich mit dem Oberbürgermeister ein gutes Verhältnis habe. Mit dem Dr. Kurz, durch den ist ja auch dieser Sturm erstmal ins Rollen gekommen. Das ist immer eine Geldfrage, nicht für uns, die wir das machen, sondern der ganze Aufwand von Dixi-Klos bis irgendwelche, das kostet ja alles irrsinnig viel, wenn man in der freien Szene arbeitet. Die sogenannte freie Szene ist das Abhängigste, das Versklavteste, was es überhaupt nur gibt. Mhm. Also die freie Szene hat wirklich, ein unfasslicher Begriff, die freie Szene, ja. Ja, aber so sind wir eben, indem wir das Schlimmste mit was Größtem betiteln und dann glauben, dann läuft es von alleine. Ja. Aber der meint eben auch, und ich meine das auch, man sollte ein zweites Projekt machen in Mannheim, diesmal unter der Neckarbrücke, damit man nicht nur vom Regen abhängig ist oder vom Nichtregen. Und das soll die Göttliche Komödie eigentlich sein, gespiegelt an den 7 Todsünden oder den 10 Geboten. Das ist ein kompliziertes, aber ganz traumhaftes, tolles Projekt, was wir im nächsten Jahr machen wollen. Aber wir sind jetzt so am Ringen am Gelde, sodass man natürlich nicht weiß, ob das wirklich was wird. Aber das ist ein Projekt, wo ein Lastwagen unter die Brücke fährt, kippt die ganzen Flüchtlinge auf die Bühne und diese stehen dann in Mannheim und glauben, da ist die Welt in Ordnung. Ne? Und dann erleben sie eine Welt der 7 Todsünden. Das ist natürlich ein Thema. Ne? Und das muss man auch machen. Man muss das eigentlich unbedingt machen. Das ist mir völlig klar. Ich habe eine Verpflichtung, allem Möglichen oben und unten gegenüber das zu machen. Aber wir sind schwer am Ringen, erstmal das. Ja, das ist dann ein Teil, der auch, das, die letzten Stücke, der Sturm und auch Gilgamesch, habe ich ja mit dem Christoph Klimke als Dichter noch als großen Helfenden zusammen gemacht. Das hat sich auch als sehr, sehr gut herausgestellt, dass da noch eine Kraft, noch ein Denken, noch ein Dichten nochmal dagegen steht, ja, und das nochmal als eine eigene Qualität hat. Und diesmal ist es eben auch so, dass der Christoph Klimke das angeht und angehen will und ich hoffe angehen wird. Aber das ist jetzt, das ist jetzt sehr hoffnungsträchtig formuliert, was ich da gesagt habe.
mal sehen. Und er sollte genauso wie der Sturm eine mehrsprachige, also zweisprachige mindestens Aufführung sein. Naja, das ist, hat was mit Italienisch natürlich zu tun, weil die Italiener waren so die Ersten, die kamen. Und jetzt sind ja nach den Bulgaren auch schon wieder andere gekommen. Aber die Bulgaren waren damals vor 4 Jahren so die Letzten, mit denen wir unsere Schwierigkeiten hatten. Und erst hatten wir mit Italienern Schwierigkeiten. Die fanden wir dann aber alle nicht so schwierig, als wie die dann kamen. Naja, und jetzt ist dann... Ja. Also wir hoffen sehr, dass das klappt, weil ich da auch wieder vielleicht Möglichkeiten sehe, dass die Studierenden an diesem Projekt teilhaben und dass wir da zumindest unter die Brücke gehen mit ihnen. Ja, bei diesem ganz ungeheuerlichen italienischen Text von dem Dante, also das ist ja wirklich, dieses Italienische ist geschöpft worden da, ja, wirklich so. Der muss man Teile auch italienisch machen, muss man, weil es ist ganz, selbst eigentlich ein Muss. Ne? Und wessen Übersetzung nehmen Sie als Grundlage? Ja, also auf jeden Fall, der Klimke soll das neu übersetzen, er soll sich damit beschäftigen. Aber nicht die Teile, wir haben sie alle Übersetzungen, ich habe mich Wochen und Monate mit Übersetzungen herumgequält und mich eigentlich nur gequält. Weil die haben natürlich alles aus Zeiten heraus, wie so Stefan George-Kreis oder da, das sind ja alles Qualitäten für sich genommen, aber die mit uns heute so wenig zu tun haben, dass es sinnlos ist. Also man muss da neu ran. Ja, schwer, aber es ist alles schwer. Es ist alles sehr schwer. Das Leichte ist schwer zu machen. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Wir wollten gerne heute eine gewisse Wucht an Texten präsentieren. Und wir wollten über Texte reden, die in der deutschen Kulturgeschichte eine immense Bedeutung haben. Wir wollten sagen, dass wir das in der Lehre umsetzen konnten, finde ich, dass wir mit diesen Texten uns auseinandergesetzt haben. Wir haben Studierende gehabt, die sich auf eine ganz andere Art und Weise mit diesen Texten dann auseinandersetzten und uns viel beigebracht haben. Und ich hoffe, wir machen das weiter. Ich auch wenn Sie in Köln sind. Ich hoffe das auch. Und ich wollte noch eines sagen zu diesem im Hintergrunde wirkenden offenen Kanal. Das ist wirklich eine Mannschaft von einer solchen Qualität und Treue, wie man sie ganz selten erlebt hat. Also ich habe ja versucht in diesen Jahren, die Dr. Ressmann, der den offenen Kanal leitet in Ludwigshafen, als er vor nicht so lange in Ludwigshafen ja ist wie ich schon, aber doch auch eine sehr relativ lange Zeit, alles zu machen, gemeinsam zu machen, was wir überhaupt gemeinsam machen konnten. Und das war mir so wichtig, eben auch an ganz andere Schichten von Publikum heranzukommen, die das sonst gar nicht erleben, so Sprache, so eine Antigone in einer schwierigen Konzeption, ja, mit Kindern in den Glotzen von Fernsehern oder anderen, mein Sohn da auch da drunter und Schwarze und Indianer und mein Sohn und alle, und die haben diese Chöre ertragen als Lehrmaterial, ja, besprochen und so. Also es war eine sehr schwierige Konzeption, aber diese Produktion ist eben mit dem offenen Kanal unzählige oder schon zählbare Wahl, aber sehr oft gelaufen. Das heißt, Tausende von Menschen haben das gesehen. Und das ist natürlich, war so wichtig, auch dadurch an ganz andere Menschen ranzukommen, die bisher wenig oder gar nichts oder ganz selten mit Theater was zu tun hatten. Das sind natürlich nicht nur die Zuschauer von Open Kanal, aber eben doch sehr, sehr viele. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, diese Zusammenarbeit. Genauso wichtig wie diese Zusammenarbeit mit Ihnen, die ja was völlig anderes ist. Aber über diese Theaterarbeit geht eben nicht nur, indem man Dinge auf die Bühne stellt und sagt, nur kommt mal oder bleibt weg und dann macht eben, was ihr damit wollt, sondern man muss da drumherum oder drunter oder eben auch drüber heute, wenn man Theater macht, unendlich viel mehr stemmen, als nur die Produktion selbst zu machen. Und das, eine der herrlichen Stemmereien war das mit Ihnen und ist das immer mit dem offenen Kanal. Dann machen wir weiter so. Ja, und dann vielen Dank an die Zuhörer und die
Gletscher und an die anderen Ausbrüche und Ergüsse und Auschwitzer, Textausschwitzer, Erschwitzer. Ich wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Ausklang des Abends und wir haben damit fertig.